Wir müssen aber aus unserer Rolle fallen oder uns rausbewegen, wenn wir etwas verändern wollen. Dann müssen Frauen aus der Rolle fallen und auch aus der Falle rollen. Es gibt viele Fallen, die Frauen in ihrem Leben stellen. Und wenn wir die besser wissen, können wir die besser vermeiden. Es ist ein großer festlicher Abend, zu dem Frauen sich zusammenfinden. Und es geht darum, dass Frauen also miteinander essen, trinken, ins Gespräch kommen, im Grunde auch gerade Dinge diskutieren und andiskutieren, die aus ihrer Perspektive für die Zukunft von Kirche und Theologie wichtig sind. Ja, also einerseits ist es ein Zeichen, Frauen kümmern sich um sich. Frauen sind eine starke Gemeinschaft. Und der Austausch über Themen, die Frauen besonders angehen, nicht gestört durch Männer in diesem Falle jetzt mal. Ja. Es geht ja heute an dem Tag überhaupt darum, wie man Rollen ausbildet und wie man dann aus diesen Rollen wieder herauskommt als Frau. Naja, ich meine, das ist wirklich so dieser Dreischritt. Also wo kommen die Rollen her? Und dann eben die Einsicht, ich bin nicht für immer in dieser Rolle gefangen, aber ich muss selbst die Kraft haben, aufzubrechen und muss mich dann aber gefasst machen, dass ich dann immer im Verhandeln bleiben muss. Also das ist nie, sonst wäre es einfach ein Rollenwechsel von Rolle A nach Rolle B. Und das ist nicht mein Modell, sondern zu sagen, ich bleibe auf dem Weg in meinem Leben. In Christus finden wir, was menschlich ist, in Vollkommenheit. Dann komme ich schnell diese Frage. Es gibt zwei Typen von Menschen, Frauen und Männer. Wenn ja, christlich, theologisch betrachtet, ist das problematisch, weil dann Christus, was war? Hermaphrodit, war beides zusammen? Die Vorträge und jetzt die Gespräche waren sehr anregend. Echt interessanter Abend und tolle Wortbeiträge. Die haben für mich den Weitblick, etwas anzureißen, was mich nur freier und noch sicherer werden lässt auf meinen Weg, den ich gerade gehe. Ich muss mich nicht anpassen zu dieser oder jeder, jener oder was. Ich muss wirklich tief verstehen, wie offen meine Zukunft ist. Ich muss Schöpferin werden, wie Gott. Und Schöpferin nicht nur von äußeren Sachen, Schöpferin von mich selbst, ja? Mit Gottes Hilfe. Aber Schöpferin soll ich werden. Ich wünsche mir sehr, dass die Kirche wirklich durch und durch begreift, also die Kirchenleitenden, welche Schätze sie in den Frauen und an den Frauen haben. Und dass dieses Gerangel um Führungspositionen wirklich bei uns anders gehandhabt wird. Das wäre schön. Ja.